Ein Gott, der sich einen Tempel baut und dazu nicht Gold benutzt, dazu nicht Marmorsteine benutzt, dazu nicht den besten Architekten der Menschheit holt, um etwas vor Augen hinzustellen, sondern ein Gott, der aus so unvollkommenem Baumaterial wie dir und mir, auf einem vollkommenen Fundament, auf einem vollkommenen Eckstein, etwas aufbaut zu seiner Ehre. Nur unser Gott kann sich das leisten und nur die Gemeinde Gottes ist sein Tempel.